Hallo ihr Lieben, da bin ich nochmal mit einem Mini-Mini-Halloween-Shop-Update. Und zwar habe ich auf der letzten Minute noch ein paar Halloween-Teilchen fertig bekommen. Die kommen jetzt auch gleich in den Shop und ich wollte sie euch noch kurz zeigen. Ich habe einmal das hier. Da habe ich überall so einen kleinen Hexencharm dran gehängt. Und eine Perle, die hat so diese Candycorn-Farben, fand ich ganz passend. Und ja, dann habe ich noch so einen kleinen Nail-Art-Sticker draufgeklebt. Und ja, mehr braucht man da auch eigentlich gar nicht, glaube ich. Da ist ja schon genug drin. Und ja, ich mag das nicht, wenn bei Halloween so viel Schnickschnack noch dran ist. Also gerade so Glitzersteinchen oder so, da habe ich so lange überlegt. Aber ich fand es irgendwie ja nicht so passend zu Halloween. Und ja, von hinten habe ich die diesmal mit Stoff beklebt und den lackiert, dass das auch... ja, dran bleibt und dass das nicht schmutzig wird. Und ja, der ist dunkelblau mit weißen Punkten. Finde ich ganz cool. Dadurch sind die Teilchen auch nicht mehr durchsichtig. Die waren ja am Anfang transparent. Und ja, ihr seht schon, man sieht ein bisschen die weißen Punkte hier durch, da und so. Das finde ich aber eigentlich ganz cool. Und ja, das ist der erste. Dann habe ich den hier mit den Kürbissen. Ist immer das gleiche Prinzip, Hexencharm, Perle und ein paar Nailart-Sticker noch drauf. Da kann man sie ganz gut sehen, fand ich ganz cool hier mit der Spinne und so. Hier ist die Fledermaus drin. Ja, einmal die zwei. Dann habe ich nochmal so einen. Da ist ein kleines Kätzchen noch mit drauf. Fand ich auch ganz niedlich. Dann habe ich den hier. Da sitzt die Katze auf dem Kürbis, das finde ich auch ganz witzig. Und ja, der Hintergrund sollte halt eben so Nachthimmel mit Sternen darstellen. Finde ich eigentlich ganz cool geworden. Dann habe ich noch den, der ist jetzt ein bisschen schwierig zu sehen. Da sind Fledermäuse drin, drei Stück. Und dann habe ich noch welche aufgeklebt. In der Kamera sieht man es schlecht, aber in echt kann man die schon gut sehen. Und ja, wie gesagt, hinten alle beklebt. Und zum Schluss habe ich noch den hier mit den Geistern, mit dem einen durchsichtigen Glitzergeist und dem weißen. Und habe ich auch noch hier den Kürbis und die Fledermaus, fand ich ganz cool. Ja, habe ich noch mit draufgeklebt. Und die sechs Stück, die wandern jetzt auch in den Shop. Und ja, sollte auch möglich sein, dass die eventuell, wenn ihr mit PayPal bezahlt im Shop, bis Montag dann noch bei euch sind. Wenn ihr jetzt die nächsten, ich sag mal so, ja vielleicht bis Donnerstag, spätestens Freitagmorgen bestellt, kann es sein, dass es am Montag noch kommt. Kann ich aber nicht versprechen, es liegt ja auch immer ein bisschen an der Post. Aber nur so, ja, als Hinweis. Ja, das war es dann auch eigentlich schon mit den Halloween-Teilchen. Ich habe jetzt hier noch die Herbstteile liegen. Sorry. Diese hier. Mit den Blättern drin. Die finde ich eigentlich auch ganz cool. Das werden Magnete werden. Die klebe ich noch auf und ich werde hier noch ein paar Jellies draufkleben. Finde ich, glaube ich, ganz cool. So mit, ja, noch ein bisschen Glitzy außenrum. Und das werde ich noch machen und die, ja, kommen dann auch in den Shop. Ich weiß nicht, ob ich die dann extra nochmal zeige oder ob ich sie reinstelle direkt. Das werdet ihr dann sehen. Und ja, das war es dann schon von mir. Ganz, ganz kurzes Infovideo. Den Link zu meinem Shop findet ihr in der Infobox, wie immer. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüssi.